Die große Reise ist ein Spielfilm des Regisseurs Ismail Faouki. Es dauerte etwa 10 Jahre, bis Faouki die Gelder für seinen Film, der zugleich sein Erstlingswerk ist, zusammen hatte. Die Idee und das Buch dazu stammen von ihm. Persönliche Erlebnisse haben ihn zu diesem Film inspiriert. Der Produzent des Films ist Humbert Balsan, Kamera führte Katel Gian, für Schnitt war Tina BRZ zuständig und den Ton machte Xavier Grierte. Die Filmmusik stammt von Fofsi Gedju. Der Film dauert ca. 104 Minuten, ist in Farbe und auf 35 mm gedreht worden. In der Originalfassung ist der Film komplett zweisprachig in Französisch und maghrebinischem Arabisch. Inhalt. Reda, ein junger Franzose marokkanischer Herkunft, soll sein Vater mit dem Auto des Bruders nach Mekka fahren, nachdem dieser wieder einmal den Führerschein abgeben musste. Der Vater möchte nun im hohen Alter die Pilgerreise machen. Reda ist verzweifelt. Weder die Zeit, die vor ihm liegt, noch die Religiosität des Vaters bieten ihm verlockende Perspektiven. Er möchte die Abitursprüfung wiederholen und seine Freundin nicht alleine lassen. Doch der Vater setzt sich durch und die beiden fahren los. Das Verhältnis zwischen den beiden, besonders im engen Raum des Autos, ist nicht sehr gut. Der Sohn ist wütend auf den Vater, kann ihm das aber nicht wirklich zeigen. Der Vater hat überhaupt kein Verständnis für die Situation des Sohnes. Die Reise geht zunächst nach Italien, wo Reda den Vater vergeblich bittet, ihn Mailand und Venedig ansehen zu lassen. Sie treffen vor dem Grenzübergang nach Serbien, also in Kroatien, auf eine alte Frau, deren Sprache sie nicht verstehen, die sie aber zunächst in ihrem Auto mitnehmen, dann aber wieder loswerden wollen. Nachdem es ihnen auch mit der Hilfe der Landesbewohner nicht gelingt, herauszufinden, was beziehungsweise wohin sie eigentlich möchte. Bevor sie die Türkei erreichen, müssen sie wegen Schnee, der ihnen die Fahrt unmöglich macht, draußen übernachten. In Decken gehüllt unter dem kleinen Dach einer Haltestelle erzählt der Vater, warum er nicht mit dem Flugzeug nach Mekka reisen möchte. Am liebsten würde er die Hadsch zu Fuß machen, denn das sei besser als mit einem Pferd. Mit dem Pferd sei es besser als mit dem Auto. Mit dem Auto jedoch besser als mit dem Schiff und mit dem Schiff wiederum um einiges besser als mit dem Flugzeug. Des Nachts werden sie eingeschneit und am nächsten Morgen geht es dem Vater schlecht, woraufhin Reda seinen Vater ins Krankenhaus von Sofia bringt. Reda fährt mit dem Bus durch die Stadt, um den Koran des Vaters zu holen und erblickt dabei draußen wieder die alte Frau. Im Krankenhaus zurück will der Vater sofort weiterreisen und die beiden fahren in Richtung Türkei. Es darf keine Zeit verloren gehen. An der Grenze zur Türkei können die beiden sich nicht verständigen und dürfen nach langer Zeit immer noch nicht passieren. Ein Mann namens Mustafa, der Französisch spricht, hilft ihnen und lädt sie in sein Haus ein, was Reda annimmt, während der Vater im Wagen wartet. Mustafa entschließt sich, mit ihnen nach Mekka zu reisen und gemeinsam fahren sie nach Istanbul und besuchen die Blaue Moschee. Reda würde gerne bleiben und die Stadt besichtigen, der Vater möchte jedoch weiterziehen. Mit Mustafa kann Reda über seine Freundin sprechen und abends ausgehen. Als Reda eines Morgens aufwacht, sind sowohl Mustafa als auch das Geld der beiden Reisenden verschwunden. Der Vater ist wütend. Auch die türkische Polizei kann ihnen nicht helfen. In Syrien haben die beiden eine Panne inmitten einer relativ verlassenen Gegend. An einem Brunnen bettelt eine Frau um Geld. Als der Vater ihr welches gibt, haben er und Reda einen großen Streit, denn Reda findet nun, da sie selbst fast kein Geld mehr haben, sollten sie es nicht auch noch teilen. Im Streit bekommt Reda von seinem Vater eine Ohrfeige, als Folge derer er wegläuft. Der Vater findet im Auto das Foto von Lisa, Redas Freundin, und läuft ihm hinterher. Er bietet ihm an, von Damaskus aus nach Frankreich zurückzufliegen. Die beiden versöhnen sich jedoch vorerst und fahren weiter nach Jordanien. Hier findet Reda Geld unter dem Sitz des Autos. Es ist das Geld, das sie vermisst haben. Am Abend geht er aus und sein Vater erwischt ihn, wie er betrunken mit einem Mädchen vor dem Hotel schickert. Nun will der Vater den Sohn sitzen lassen. Reda bittet ihn um Vergebung und beide fahren sie nach Saudi-Arabien. Dort hat Reda in der Wüste einen Traum. Der Vater läuft mit einer Schafsherde vorbei und er selbst gerät in einen Treibsand. Der Vater befreit ihn nicht. Auf der Straße nach Mekka treffen die beiden auf andere Pilger, mit denen sie zusammen kampieren. Während alle beten, läuft Reda in der Wüste umher und schreibt mit seinen Füßen Lisa in den Sand. Bevor die
beiden die Stadt erreichen, machen sie noch einmal Halt in der Wüste. Hier fragt Reda seinen Vater zum ersten Mal nach der eigentlichen Bedeutung der Hadsch. Der Vater unterbricht seine Waschung und erklärt es ihm. Schließlich sagt der Vater zu Reda, dass er ohne ihn nie so weit gekommen sei. Beide sind der Meinung, dass sie auf dieser Reise viel gelernt hätten. Zusammen fahren die beiden in stiller Eintracht in die Stadt Mekka. Man kann den Koranständer sehen, der als Eingangstor vor der Stadt dient. Die Stadt wirkt sehr chaotisch, als die beiden ankommen. Dort legt der Vater Pilgerkleidung an und Reda findet das Foto von Lisa zu seiner Verwunderung auf dem Armaturenbrett. Nun beginnen die Rituale, der Vater reiht sich ein in die Gemeinschaft der Gläubigen, während Reda ziemlich allein umherirrt. Als der Vater auch am nächsten Morgen noch nicht da ist, macht sich Reda Sorgen und versucht ihn zu finden. Er fährt mit dem Bus ins Zentrum und gelangt bis zur Kaaba. Sicherheitsleute nehmen ihn mit, als er Unruhe bewirkt, weil er seinen Vater nicht finden kann. In einem separaten Raum zeigen sie Reda die kürzlich verstorbenen Menschen, der Vater ist darunter. Verzweifelt legt Reda sich neben ihn, anschließend wird der Leichnam gewaschen und beigesetzt. Reda verkauft schließlich das Auto und gibt einer armen Frau, die auf der Straße sitzt, einen Teil seines Geldes. Dann macht er sich mit einem Taxi auf den Weg zum Flughafen. Personenkonstellationen. Vater-Sohn-Konflikt und Sinnsuche. Vater und Sohn sind in diesem Film Kontrastfiguren. Schon rein äußerlich unterscheiden sie sich sehr. Der Sohn trägt westliche Kleidung, der Vater hingegen traditionell maghrebinische Kleidung, der Sohn redet stets Französisch, der Vater hingegen Arabisch. Reda ist relativ gebildet, wohingegen sein Vater Analphabet ist. Diese Gespaltenheit tritt natürlich in ihren Weltanschauungen noch stärker zutage. Die religiösen Vorschriften prägen das Verhalten des Vaters. So kommt es dazu, dass beide bestimmte Situationen ganz anders wahrnehmen oder sich völlig anders verhalten. Dies kann man beim Besuch der Blauen Moschee in Istanbul recht gut sehen. Der Vater betet dort und betrachtet das Gebäude einfach als Gotteshaus. Reda hingegen schaut das Gebäude eher wie ein Kulturtourist an, ihn interessiert die Sehenswürdigkeit. Auch in Syrien, wo es zum Streit der beiden kommt, wird dies deutlich. Der Vater gibt einer bettelnden Frau Geld, was Reda nicht einsieht. Der Vater sieht die Notsituation der Frau, Reda seine eigene. In diesen Situationen scheint geradezu Verständnislosigkeit für die Einstellung und Handlungsweise des jeweils anderen zu herrschen. Die Entwicklung, die die beiden in Bezug aufeinander erleben, lässt sich an zwei Szenen im Film sehr deutlich festmachen. Die erste Szene spielt in Slowenien. Die beiden rasten am Wegesrand und es herrscht eine strikte Disharmonie zwischen den beiden. Reda ist wütend auf seinen Vater, weil dieser sein Handy weggeworfen hat und er keinerlei Anstalten macht, ihn zu verstehen. Beim Essen sitzen sie nebeneinander, aber Reda sieht die gesamte Zeit über Weg. Man spürt seine Wut, doch die Patriarchin-Verhältnisse zwingen ihn dazu, die Taten des Vaters wortlos zu akzeptieren. Der Vater beobachtet ihn unaufhörlich, man kann vermuten, dass er sich fragt, wer ist mein Sohn eigentlich? Anführungszeichen Punkt. In der anderen Szene sind die beiden kurz vor Mekka und kampieren noch ein letztes Mal in der Wüste. Sie sind allein und als der Vater sein Gebet mit einer rituellen Waschung mit Sand beginnen möchte, fragt ihn Reda nach der Bedeutung der Hadsch. Der Vater unterbricht sein Vorhaben und erklärt es ihm. Er gibt sich Mühe, sich respektvoll zu geben und sagt ihm schließlich, Gott solle ihn segnen, da er nur seinetwegen so weit gekommen sei. Als der Vater dann weit erbetet, blickt ihn Reda dabei an. Die beiden wissen auch hier um ihre Verschiedenartigkeit, haben es aber geschafft, eine harmonischere gemeinsame Ebene zu finden. Später wartet Reda auf den Vater in Mekka auf dem Autodach, stehend wie dieser einst auf seinen Vater auf einem Berg in Marokko. Faouki sagt, nach dieser Reise hat Reda konkretere Vorstellungen von seiner kulturellen Herkunft und hat mehr über sie gelernt als in den Jahren davor. In Mekka angekommen, stirbt der Vater nach den Ritualen und Redas Verzweiflung über dessen Tod erwächst auch aus seinem nun tieferen Verständnis für seinen Vater. Mustafa ist ein Muslim, der den Islam nicht in seinem Wortlaut befolgt, er lebt seinen Glauben nach eigenen Vorstellungen. So macht er sich beispielsweise
Weise einerseits auf den Hasch, andererseits trinkt er Alkohol, da er der Ansicht ist, wenn die Seele eines Menschen groß genug sei, würde der Alkohol sie nicht beeinflussen können. Mustafa geht aus und scheint sein Leben zu genießen. Er war bereits mit einer Französin verheiratet und hat mehrere Kinder. Im Film spricht er auffallend oft über Geld, was es vermutlich für die beiden Protagonisten zunächst noch einfacher macht, an seine Schuld beim Raub zu glauben. Mustafa lebt in gewissem Sinne eine Art Kompromiss zwischen dem Leben des Vaters und des Sohnes aus. Er nimmt daher in Bezug auf Reda und seinem Vater eine Zwischenposition ein, dabei wirkt er jedoch vor allem auf den Vater nicht überzeugend. Durch seinen vermeintlichen Diebstahl des Reisegeldes und dem daraus folgenden Abbruch der Pilgergemeinschaft wird Reda die Möglichkeit genommen, das alternative und freie Glaubensverständnis Mustafas mehr kennenzulernen und auf seine Glaubwürdigkeit zu prüfen. Die alte Frau. Die alte Frau kann als Engel oder als Todesbote interpretiert werden. Sie wird nie von den anderen Menschen ihrer Umgebung verstanden und wirkt stets wie aus einer anderen Welt. Sie kann plötzlich verschwinden und wieder auftauchen und scheint keine Angst zu kennen. In den Szenen, in denen sie auftritt, erscheinen Todesrequisiten, um sie letztlich loszuwerden, müssen die beiden sie überlisten. Bezeichnenderweise erscheint sie Reda wieder in Sofia beim Krankenhausaufenthalt des Vaters. Hier ist der Vater dem Tode scheinbar sehr nahe. Doch der Tod wird weggeschoben, sozusagen verschoben, denn der Vater entschließt sich, schnell aufzubrechen. Das Islambild des Films. In Faukes Film werden zahlreiche islamische Praktiken gezeigt. So ist die Wohnung der Familie, die man zu Beginn des Films sieht, mit religiösem Wandschmuck ausgestattet. Der Vater hat stets seine Gebetskette dabei. Insgesamt sieht man viele Gebetshandlungen. Der Vater betet im Film 5-mal allein und später noch mit den anderen Pilgern zusammen. Auch der Koran ist im Film stets präsent. Die Sprache ist religiös geprägt. Der Zuschauer sieht auch die Waschung vor dem Gebet in der Wüste mit Sand und wird Zeuge der allgemeinen Pilgerrituale, wie des Anlegens des Ihrams. Nach dem Tod des Vaters erhält man zudem Einblicke in die muslimischen Bestattungsrituale. Die Ankunft in Mekka ist geprägt von Pilgersolidarität und einer ausgelassenen Freude der Muslime. Filmische Ästhetik. Die Kulissen in Le Grand Voyage sind sehr abwechslungsreich. Schneelandschaften, Berge, Wälder, Stein- und Sandwüsten wechseln sich ab und geben dem Zuschauer ein Gefühl für die Länge der Reise und für die unterschiedlichen Kulturen, die der Weg kreuzt. Dabei bleiben die Kulissen trotzdem unaufdringlich. Faouki sagt selbst hierzu, in dem Film begegnet der Zuschauer einer Vielzahl von Sprachen. Meist wird Französisch oder Maghrebinisches Arabisch gesprochen, aber auch Italienisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch und Hocharabisch. Dadurch, dass in die Originalfassung keine Untertitel eingesetzt sind, wird besonders deutlich, wie fremd den Protagonisten die verschiedenen Länder sind. In vielen Szenen wird wenig geredet, andere Szenen hingegen sind dialogreich und laut. Dadurch wechselt die Atmosphäre oft. Der Regisseur lässt uns in den lauten Szenen teilhaben an den prägnanten Erfahrungen der beiden Reisenden. Er zeigt uns die Großartigkeit und betont die Besonderheiten ihrer Erlebnisse. Mit den leisen Szenen hingegen, mit Aufnahmen in einsamer Umgebung oder bei monotoner Autofahrt, verdeutlicht er, wie lang die Reise ist. Diese Reise ist also zweierlei. Sie ist sowohl erlebnisreich als auch eine einsame Pilgerschaft. Dies zu zeigen, gelingt dem Regisseur auf besondere Art. Die Kamera zeigt oft, vor allem in den Städten Istanbul und Mekka, eine Vogelperspektive. Die Szenen im Auto hingegen sind meist von vorne gefilmt, sodass sich Zuschauer den Protagonisten unmittelbar gegenüber wähnen, als wären sie Mitreisende. Die Kamera wird immer ruhig geführt. Faouki selbst sagt, die Begleitmusik des Films, vor allem zu Beginn und am Ende des Films deutlich hervortretend, wiederholt im Wesentlichen immer dasselbe Thema. Dazwischen wird Musik nur in Schlüsselszenen verwendet. Insgesamt ist der Film sehr ästhetisch, ohne unrealistisch zu werden. Er wirkt dadurch immer ehrlich und belügt oder blendet den Zuschauer nicht. Weiteres, die Behauptung des Regisseurs, er sei der Erste gewesen, der in Mekka filmen durfte, ist nicht zutreffend. 12 Jahre vorher hatte Spike Lee Teile seines Films Malcolm X. in Mekka drehen dürfen. Die Reise führt insgesamt von Frankreich aus über Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, die Türkei, Syrien und Jordanien nach Saudi-Arabien. Punkt. Kritiken. Auszeichnungen.
Internationale Filmfestspiele von Venedig 2004, Preis für den besten Debütfilm. Festival International du Film Francophone in Namur 2004, Prix Special du Jury. Internationales Filmfest von Dubai 2004, Eröffnungsfilm. Internationales Filmfestival Freiburg 2005, Eröffnungsfilm. Internationales Filmfestival von Mar del Plata 2005, Astor de Oro, das ist die Auszeichnung als bester Film.